Hallo, Bombe. Nein. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Splatoon 3 Splatfast mit Schokolade. Und dem Second und dem Steven und... Wo ist Nemo? Und der Nemo, die da hinten in der Röhre steht. Ich existiere nicht. Doch, du stehst gerade direkt vor mir. Ich sehe dich. Nein, ich existiere nicht. Ich sehe dich. Du siehst Geister. Na gut. Weißbrot. So durchsichtig wie du bist, durch ist auch, ja. Würde der Herr Dragon Raider nochmal bereit drücken? Ja. Oder machen wir jetzt die nächste halbe Stunde einfach hier Lobbyparty? Hat er eine Schokolade dabei? Ah ne, geht um Schokolade. Nein, danke, ich will keine Schokolade. Der Kampf beginnt. Ist denn du jetzt hast du endlich mal die anderen Map wieder? Ja. Und wir ziehen ja genau gegen die Wichser wieder. Ach, das sind die Map, die wir. Ach so, ja, alles klar. In der war mir auch penetrant in die Ecke gedrängt. Ich erinnere mich ja. Kann ich auch noch mal wieder haben? Okay, ich habe wenigstens zwei erledigen können, aber da war noch der dritte Schwabbander. Ah ne, der hat den Roller. Okay. Ein wachsender Big Boss. Ein besser essen. Nein, ich sag's es nicht. Ich verkneife mal meinen Kommentar. Lässt mal dieses Ding und bitte nicht weiß. Das sieht komisch aus. Ihr kennt doch mal Farbe in eurem Leben, statt nur weiß. Oh mein Gott, ich hab mich vor deinem Hammer erschrocken, Louis. Der war zu mächtig. Ja, Melba. Das ist überhaupt nicht doppeldeutig. Ich glaube, es sollte so sein. Nemo, wenn du ganz artig bist, darfst du am anfassen. Echt? Ja. Wenn du willst, zeige ich dir auch damit, wie ich nagle. Das hast du jetzt gesagt. Ich brauche eh noch ein paar Bilder an der Wand, also von daher war das okay. Was du schwer gedacht hast. Ein Schelm, der böses, unsichtbares denkt. Wie zum Beispiel die Wand, in der ich reingerutscht bin und im Wasser gelandet. Ich meine, ich werde gerne an die Wand genagelt, aber so habe ich das noch nie aufgefasst. So, ich glaube, das haben wir gewonnen. Ja. Habt ihr gut gemacht. Account. Gute 20% auf alles, außer Tiernahrung. Ich war schon wieder beliebtes Ziel. Ja gut. Wie will mich auch noch nicht an die Wand nageln, also. Naja, ich tacke euch an die Wand und dann da wieder einmal. Sieh schon, komm, wenn wir vier uns mal wirklich im Real Life treffen sollen, Second Contact an. Bam, und nur ich sehe das mit die Schnauze.
glaube ich leider auch. Nein, nein, bevor er auf die Schnauze kriegt, stellt sich das bei Second vorne hin und spuckt das auf Louis Kopf. Oder was? Kann auch sein. Oh, guck mal, einer war ganz bei von denen. Der war zu dritt. Wahrscheinlich übersehe ich Louis einfach und renne den einfach rum. Aber Mr. Niblas hat mich doch einmal gekillt. Boah, der hat das Spiel kurz vorher verlassen, der muss sein. Der hat mich aber gekillt. Naja, der hat das Spiel kurz vorher verlassen und dann werden seine Punkte nicht mehr gezählt. Der Kampf beginnt. Mal wieder. Ein 10er Kampf. Anstrengend, Leute. Also, ich bleib in der Base stehen, ihr macht das schon, ja? Gut. Wobei, eigentlich hast du ja schon Bock, irgendwie den Kampf zu gewinnen. Das wäre unser zweiter am ganzen Tag und der zweite im Grunde hätten wenn wir gewinnen. Ach, scheiße. Der hat sich in der Bau versteckt. Schade. Umschmusert? Ja, Baum kommt drei noch. Stück. Ich wurde von drei Leuten genommen. Bang, bang. Wolltest du nicht penetriert werden? Ja, aber nicht von denen, sondern von euch, oder was? Achso. Bringt das eigentlich bei dieser Kultbombe, wenn man mehrmals Kult drückt, oder reicht es, wenn ich einmal drücke? Mehrfach geht's schneller. Wenn du mehrfach, geht's schneller für ihn. Dann lädt sich schneller auf. Also mach's. Ihr seid schon richtig okay. Der Sai ist hier unten. Und er geht mir auf den Senkel. Oh. Mythos, Respekt. Die hat er gut geworfen. Nein, ich komm nicht mehr weg. Verdammt. Ach, der hat auch so einen komischen Tankboost bekommen. Au! Ich habe Writers getötet. Oder Reed, was für immer da ist. Leute, hier kommt die Base hoch. Na, ich bin gerade unten bei. Haben wir gewonnen. Die hat nämlich Gefahr. Das haben wir gewonnen. Muss nichts heißen, aber. Ja, doch. Okay, doch. Ja. Wir haben gewonnen. Ja, ja, okay. Bam. Sehr schön. Weiter Zehnerkampf, Leute. Nicer Scheißer. So macht das Leben Spaß. Ja. Naja, wenn wir die dicken Brocken abholen, ist es auch schon ausreichend. Hey, neuer Effekt. Oh, jeweils Sprungkraft, okay. 25.000 Punkte. Ich habe quasi meine Punkte, die ich jetzt habe, einmal um die Hälfte verdoppelt. Auch schön. Bei mir ist auf dem Mundschutz bei 27.799 Punkten stehen geblieben. Ach, bei dem gesamten Ding, oder was?
Ja, für den nächsten Effekt. Das ich heißt, bin... ein Punkt gibt der. Achso. Achso, für die Waffeneffekte ein alles. Punkt. Ein Punkt für neun Effekte. Wow, ich habe nicht ein Kill erzielt. Was soll das denn? Du bist halt der Rumspitzer-Kleckser. Ich habe nur zwei gemacht. Ich habe vier gemacht, aber wir haben die halt ganz schön zurückgedrängt. Da war es, glaube ich, unser Vorteil davon. Habt ihr gesehen, wie viel ich gemacht habe? Ich habe nicht drauf geachtet, bin ich ehrlich. Oh, scheiße, wir haben Matteo. Was, Matteo? Der Name sagt mir irgendwas. Matteo und Porridge. Ist Matteo nicht auch unser YouTuber? Ja, von Bonjour. Ich sei ja scheiße, der Matteo. Au. Ich glaube, das ist ja mein Weg-Färben, den ich gefärbt habe. Der Sniper tut das echt gut. Ah, hat auch einen vorhin in einer der Runden. Also als ich mit Simon alleine war. Auch auf dieser Map hier, by the way. Ach, ich hab mich gerade gegen die Wand gebockt. Scheiße. Mr. Barry! Ob er es eigentlich schaffen kann, dass die ganze Map komplett bedeckt ist mit Tinte? Ja. Oh, what the fuck? Hallo. Hi. Alles cool? Wollte ich sagen, alles spritzig. Das auch. Nice. Oh. Ach, die haben zwei Roller im Team sich gerade. Ah, Sniper! Kommt der denn hier? Ach, da weiter wieder. Scheiße. Es kämpft uns da, bis ihr kommt, ja klar. Ah! Ja, jetzt überrollen sie uns wieder. Ja, komm, dann haben wir den Siegerkampf gewonnen. Ich hätte den auch noch gewonnen, bin ich ehrlich. Ja. Der Sniper-Dude war echt gut. Obwohl, der MRB ist nicht so eingefärbt. Ah, okay, das ist nichts. Ach, wir hatten von 90% des Matches die Oberhand. Ah ja, gut. Machst du nix. Gehst du sterben. Wie viel Halbzeit haben wir noch im Part? Ist gerade die Hälfte. 14 Minuten nochmal. Oh. Oh, geht doch. Ist doch alles fein. It was been my head right round. Like a rocket, baby, round. Record nicht Rocket. Also eine Rakete, die ist auch cooler. No. Der Kampf beginnt. Die Fritte rinnt.
Oh Gott. Sind das zwei Sterne da drüben? Zwei Schwapper. Zwei Wannenschwapper. Geil. Hab ich Hose noch erledigt mit seiner Airbrush. Ach Mann. Ich hatte da gerade einen, der einfach rumgestanden hat. Ich habe gerade einen erledigt, obwohl ich gar keinen erledigen konnte. Hä? Von mir war keiner, ich habe einen erlegt. Ich verstehe es gerade nicht. Also es ist schon interessant. Ich glaube, der hat irgendwie ein paar Probleme gehabt. Ich habe Theos Titten getötet. Ah ne, Titi heißt der. Und ich habe noch den Stern erlegt. Den nicht ausgefüllten Stern. Jetzt habe ich irgendwie Bock auf Mario 64. Ich hab bessere Mario-Spieler. Ja, gibt es. Das schreibe ich nicht ab. Aber einfach so vom Nostalgie-Kack-Kick her, weißt du? Nostalgie-Kack. Nostalgie. Ich meine, ich muss sagen, unsere Randomizer, ne, nicht Randomizer, unsere Multi Mario 64 war geil. Hä? Na, als wir alle Sterne zusammengespielt haben, in Mario 64. Haben wir? Wir haben mal mit Nemo Mario 64 und Sky gespielt. Da sind wir überall anders in einer Welt und haben Sterne gesammelt. Oh ja, da hätte ich nochmal Bock drauf, richtig. Alter, der Husan ist ein Lecker anscheinend. Was ist der? Der laggt ganz schön. Ich habe gerade abgeschossen, obwohl er verschwunden ist. Das, aber das passt nicht ganz. Klingt nach Nintendo. Ich habe den gerade dreimal abgeschossen, der hat sich nicht bewegt. Und der hat danach auch noch geschossen, obwohl er schon tot war. Klingt nach Nintendo. War das da. Das wird knapp. Ich glaube, wir haben gewonnen. Wenn ich das so im optischen Blick habe. Aber ich hänge sehr lange an diesem Das war's Logo. Ja auch? Ja. Ah, okay. Jetzt geht's. Ja, das könnte man gewonnen haben. So. Sehr schön. Schöne runde Sache. Übrigens mein ID-Tag lustig, ich habe genau 1900. Ist doch geil. Mhm. Ich weiß gar nicht, was ich habe. 1991 hast du. 1991? Weiter? Ja. Ja, weiter, wir haben noch 10 Minuten. Also wir schauen noch 3 Runden. Plus minus, ja. Und hier der Husian. Hm? Naja, der war ganz kurios irgendwie, ich weiß nicht. Wahrscheinlich schlechte Internetverbindung. Kann ich das einziges vorstellen? Oh. Ach ja, ich hab 19.000, genau, das war der Steckzahl. Hä, wer hat denn die 1991? Keine Ahnung, ich hab 19.000. Hm. Nemo hat die 1991. Geil, Nemo ist 32. Yay. Nemo ist erwachsen geworden. Was geht das? Um die Hashtag. ID-Tag, ja. Yoshi, schäm dich.
Wieso, was hat er gemacht? Kurz. Hast du gut gemacht, Yoshi? Wie das her, so das Geschirr, weißt du doch. Er hat im Schlaf gefurzt. Gesundheit. Machst du nicht, oder was? Weiß ich nicht. Das riecht gerade, ne? Kann ja keiner sagen. Wir hatten den Dampfschwapper vor uns eingepackt. Nee. Nemo will jetzt die harten Mandaten spielen. Nemo denkt sich so, jetzt bin ich am Zug. Jetzt ist die Wanne voll. Jetzt bin ich am Schwappen. Gary, die Wanne ist voll. Ich muss sagen, mittlerweile bin ich für meine Verhältnisse bei Tomb Raider ziemlich gut geworden. Zwar nicht jede Runde, ich krieg auch manchmal auf hartes Maul, gebe ich zu, aber so teilweise habe ich mittlerweile so ein paar Dodgings drauf. Aber auch in Splatoon ist es nicht sonderlich schwierig, schnell gut zu werden. Es ist schwierig, perfekt zu werden in Splatoon. Ja, das will ich nicht. Ich frei von nur. Pro-Niveau spielt. Aber es ist nicht schwer, das Spiel zu meistern. Ich meine, es ist an sich einfach. Ich bin so böse! Ich hab dir getötet, du Jungchen! Das ist einfach nur ein Pfeil, da kommt jetzt einer. Na, stehen bleiben, umdrehen. Hallo! I'm so evil! Stop laughing! I am evil! Würde ich Vega sagen. Sei vielleicht evil zum Gegner-Team. Ja. Das ist schlecht. Cutie ja, Kong nur dass sich da nichts ändern kann mehr. Für die Zukunft nicht zu mir. Ich habe immer das Problem, ich bin dann bei Gegner eingesperrt. Das kann ich ja nicht sehen. Au, schon wieder. Ja, scheiße. Das habe ich ein bisschen doof gespielt. Mich hatte Cutie Queen überrollt. Das war ein sehr rollendes Ereignis. Weg. Achso. Was soll ich weggehen? Sie hat den Tiefensauger gehabt. Ja und? Ich hab aufgehalten. So viel kann sie nicht schlucken. Ja. Wir haben ein Problem übrigens. Was du nicht sagst. Ah, okay, mit dem Hammer in die Base rutschen, von denen ist keine gute Idee. Insane. Ah, es könnte jetzt leider los werden, trotz allem. Verdammt, gerade meine Ulti ready gehabt. Ja, es könnte los werden, glaube ich. Oder ganz knapp. Nee, jetzt sieht auch noch los aus. Okay. Ganz knapp. Okay, nevermind. Wie Louis kein Vertrauen in unsere Rechenfähigkeiten hat. Das sehen wir sowieso nicht. Okay, ja gut. Hier! Den ganz tief! In dein Arsch! Nein, Scheiße, da steht er ja noch drauf. Nein, hört sich wie sexuell, weißt du schon, halt, ja? Halt, warte! Ich muss jetzt meine Kamera holen. Also, Steve, ich glaube, du kannst mir nichts mehr antun, was jetzt mich irgendwo stören noch würde. Eine Runde? Ah ja, eine machen wir noch. Dann wäre der Part vorbei. Also, erst die Bisexualität, da ist es, glaube ich, egal, was da drin ist. Sexualität. Und ich weiß, ja, dass das auf YouTube jetzt schöne Themen werden, aber... Kann ich gleich gucken, ob ich dir die Mandeln noch massieren kann, wa? Achso, du willst mal von innen den Hals kratzen. Na ja, gut. Also, halt, warte. Ich muss meine Kamera noch holen. Ah ja, irgendwann kommt Steve wieder nach zu mir und den... wird's, glaube ich, chaotisch werden. Ich muss noch Kameras bei Louis installieren. Hast du auch schon. Ja, aber die funktionieren nicht richtig. Die hast du gefunden. Ja, ich hab's auf 4K gestellt. Das ist nicht mal lustig, wenn du weißt, wo die sind. Dann guckst du mal schön rein. Ich will aber, dass du nicht reingucken kannst. Ich hänge extra mein Gemächter vor. Ist das nicht schön für dich? Nein. Ich will, dass du es nicht weißt. Das ist doch viel lustiger. Das ist wie Big Brother. Die wissen auch, dass sie gefilmt werden. Und machen trotzdem jeden Scheiß. Die machen, weil sie Geld dafür bekommen. Manche kratzen sie sogar im Sack. Manche Vögeln sogar. Ach gut, das auch. Ist mir klar, dass du da wieder hellhörig wirst, Katze. Was, Vögeln? Sagt, die kriegen Geld dafür.
Wir kriegen eine Million extra, wenn wir vögeln. Okay. Hier, jetzt oder wann? Sniper. Naja. Nicht mehr lange. Wobei ich sagen muss, ich mag Sniper. Sniper ist eine schöne Waffenart. Bam! Sniper erledigt! Und ich hoffe, es gibt auch im Resident Evil 4 Remake wieder eine gute Sniper. Weil ich müsste die Regenerators umtöten. Umtöten vor allem. Was waren eure Bomben hier? Ich dachte, was kommt da für Bomben angesegelt? Ich finde merkwürdigerweise weniger orangene Stellen. Warum ist ja alles so lila? Oh. Weil wir in der Base von denen hocken. Ja, gibt Sinn, aber die sind links ausgebrochen. Und jetzt suchen sie es links den Weg raus. Einer ist auf der Mitte. Ja. Ich meine, deren Base ist belagert. Ja, und unsere Base ist noch farblos, also ich werde mal ganz kurz besinnen. Wie habe ich keinen von denen erwischt? Fucking hell. Okay, jetzt ist deren Base nicht mehr belagert. Ich hab manchmal das Gefühl, ich färbe viel zu viel ein. Dass ich quasi alles von Orange weg haben will, statt den Großteil, weißt du? Ja, das ist ein Problem. Ja, das macht halt nicht so viele Punkte. Nee, das ist nicht wegen den Punkten, sondern in dem Zeitraum, wo du einfärbst, sind wir 3 gegen 4 Gegner. Ja gut, also, aber... Du uns hilfst einfach die Mitte zu verteidigen und einfach die kleinen Kleckse so lässt, wie sie sind. Nee, es sind große Flächen, meine ich. Die ich versuche wegzumachen. Ich meine, wenn ich Hammer habe, werde ich immer nicht mit rumrennen hier. Der hat die Angels geschlagen. Gewonnen! Also ich war mal wieder an der Base. Das sieht, glaube ich, wirklich nach einem. Das haben wir gewonnen, Nimo. Ja. Definitiv. Ja. Also noch nicht, bin ich mir nicht sicher. Ist das übrigens besser? Nein. Cranberry? Ist der andere Saft für alle? Das ist ekelhaft. Was trinkst du für ein Scheiß? Ist der andere Saft für alle? Ernsthaft? Ja. Hast du jetzt binnen einer halben Stunde den ganzen 1 Liter Saft weggesoffen? Ja. Und Nimo, falls du dich fragst, ist es... Louis, das ist alles von meinem Geburtstag. Du weißt, wie viel er gerade in einer halben Stunde getrunken hat? Guck mal mein Glas an. Das ist immer noch fast voll. Naja, ich frag mich nur gerade, was 7 für den Feuerwehrschlauch mit so umschleppt. So, ich geh jetzt noch beenden, ja? Ja. Ja. Also 7, Respekt, was du für einen Feuerwehrschlauch mit rumschleppst. So viel Brand, wie du löschen könntest. Ich werde dir nächstes Mal die Berliner Feuerwehr anrufen, dass sie dich melden sollen. Gut. Und mit diesem Thema sage ich dann danke fürs dabei sein. Unable to communicate with the other consoles, please try again later. Okay, das heißt doch. Das ist actually ein Switch, also eine Fehlermeldung der Switch jetzt gewesen. Gut, ich sage es trotzdem erstmal auf Wiedersehen. Danke fürs dabei sein in Folge 4, Splatfest. Schokolade. Ja, wir sind alle bei einem ganz süß. Und dann hören und sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao!